konnte ich nur davon träumen, heute hier vor Ihnen im CCP stehen zu dürfen. Dieser Traum von damals, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, dieser Traum ist wahr geworden. 167 Tage darf ich nun im Amt als Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim sein. Und in dieser Zeit kann man einiges machen. Und genau das habe ich auch versucht und meines Erachtens nach auch getan. Ich habe viele Projekte auf den Weg gebracht, aber nicht jedes Vorhaben, lassen Sie es mich gleich zu Beginn sagen, lässt sich innerhalb von 167 Tagen auch bis zum Ende realisieren. Die Konsolidierung des Haushalts, die Sanierung unserer Kitas und Schulen und auch der Ausbau des Betreuungsangebots zum Beispiel, das sind alles längerfristige Ziele. Ja, es geht mir auch oft zu langsam voran. Und ja, ich bin in der Tat ein ungeduldiger Mensch. Das ärgert mich, wenn etwas nicht so schnell vorangeht. Das ärgert Sie aber wahrscheinlich auch. Wir wollen alle das Gleiche. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, so schnell und so gut als möglich zu meistern. Das ist unser gemeinsames, ehrgeiziges Ziel für unsere Stadt Pforzheim. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist richtig, sich ehrgeizige Ziele zu setzen. Es ist sogar notwendig, wenn man nachhaltige Veränderungen herbeiführen will. Ich will das. Und genau deshalb habe ich mir ehrgeizige Ziele für Pforzheim gesteckt. Denn ich fühle mich dieser Stadt, ich fühle mich Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, bis aufs Tiefste verbunden und damit auch verpflichtet. Seit dem 1. August 2017 arbeite ich jeden Tag daran, diese Ziele auch zu realisieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde jetzt gleich ein Bild benutzen, welches ich schon des Öfteren benutzt habe und woran anscheinend auch eine Pforzheimer Zeitung ganz offensichtlich Gefallen gefunden hat. Stellen Sie sich Ihren Oberbürgermeister als eine Mischung aus Kapitän, Steuermann und Navigator vor. Und das Schiff, auf dem wir uns befinden, im Falle Pforzheims, ist ein stattlicher Tanker. Meine Aufgabe ist es, die Reiseziele zu bestimmen, den Kurs dahin zu berechnen und ihn dann auch zu halten. Doch ich bin nicht allein auf der Brücke dieses Schiffes, denn der Tanker Pforzheim, der ist ein demokratischer. Daher hat der Gemeinderat ein gehöriges Wörtchen mitzusprechen beim Navigieren, vor allem aber auch bei der Frage, wie viel Treibstoff denn im Tank ist. Das ist auch gut so, aber bei dieser, nennen wir es Konstellation, macht es manchmal, sagen wir auch, etwas herausfordernder. Doch ich mag Herausforderungen, man könnte sogar sagen, nein, ich liebe Herausforderungen und ich empfinde die Zusammenarbeit mit Ihnen, meine sehr geschätzten Stadträtinnen und Stadträte, als sehr konstruktiv und ja, in der Tat auch als fair. Und lassen Sie uns diesen Weg auch im kommenden Jahr, jetzt 2018, weiter gemeinsam fortsetzen. So ein großes Schiff ist oftmals schwerfällig. Es bedarf viel Kraft, um es in Bewegung zu setzen und auch der Wenderadius ist etwas größer. Er ist stellenweise sogar gewaltig. Da ist man mit einem kleinen, winzigen Segelboot oftmals schneller unterwegs und vor allem eben auch wendiger. Aber das Seemannshandwerk, das bleibt das Gleiche, unabhängig von der Größe eines Schiffes. Wir alle fahren gemeinsam auf dem Tanker und ich will Ihnen nun an dieser Stelle unser Reiseziel vorstellen. Es lautet familienfreundliche Stadt Pforzheim. Und deshalb soll auch das Motto unseres diesjährigen Neujahrsempfangs darunter stehen. Warum soll, nein, warum muss Pforzheim familienfreundlicher werden? Böse Zungen sagen nun, ja klar, er ist ja selbst noch Teil einer jungen Familie. Bösere Zungen da könnten daraufhin sogar noch antworten, ja, aber er wohnt ja noch nicht einmal hier. Und um das auch gleich zu Beginn festzuhalten und dieses Thema abzuräumen, die Betonung, meine sehr geehrten Damen und Herren, liegt hierbei auf noch. Wir suchen aktuell unsere neue Heimat hier in Pforzheim und wir werden nach Pforzheim ziehen. Das steht fest. Punkt. Aber zurück zum Thema. Pforzheim ist eine junge Stadt. Wir haben die höchste Geburtenrate in Baden-Württemberg. Es leben schon sehr viele junge Familien bei uns, für die wir das Leben in Pforzheim verbessern wollen. Zugleich wollen wir aber auch
junge, gut ausgebildete Menschen und Paare anlocken, die sich vorstellen können, in Pforzheim zu leben, zu arbeiten und eben auch eine Familie zu gründen. Qualifizierte Fachkräfte für unsere Wirtschaft, Kunden für unseren Einzelhandel, Mitglieder für unsere Vereine, Impulsgeber für unsere Kommunalpolitik, Leser für unsere Zeitungen, Fahrgäste für unsere Busse, die mit ihren mittleren bis gehobenen Einkommen ihren Teil zum Gesunden unserer Stadt Pforzheim beitragen. Außerdem haben wir als Oberzentrum auch eine Verantwortung. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen als Oberzentrum, nämlich auch die Aufgabe, dieses Oberzentrum, unsere Stadt Pforzheim, so voranzubringen, dass es auch mit Strahlkraft die gesamte Region Nordschwarzwald voranbringen wird. Aber um es ganz klar zu sagen, wir werden beim Werben um Neupforzheimer nicht unsere Altpforzheimer vernachlässigen. Auch wollen wir mit dem Ausdruck familienfreundlich niemanden ausgrenzen. Pforzheim soll eine lebenswerte Stadt für alle ihre Einwohnerinnen sein. Rüstige, Senioren, kleine Kinder, Alleinerziehende, Studierende, Teenager, Familien, Paare mit und ohne Kinder, Singles und auch deren Nachwuchs, Alleinerziehend. All das, jedes einfache Mitglied unserer großen Stadtfamilie soll sich hier in Pforzheim wohlfühlen und es soll sich hier auch aufgehoben fühlen. Und wie wollen wir das alles schaffen? Kurz gesagt, indem wir Pforzheim attraktiver machen. Eine attraktive Stadt muss ihren Bewohnern Arbeitsplätze bieten. Dafür braucht es eine starke mittelständische geprägte Wirtschaft. Und diese wiederum braucht Platz. Deshalb ist für mich auch das Thema Wirtschaftsförderung Chefsache. Und damit auch der Ausbau unserer Gewerbeflächen. Und in den nächsten 4 bis 5 Jahren möchte ich an die 100 Hektar neue Gewerbegebietsflächen erschließen. Neben der Entwicklung des sogenannten vierten Kleeblatts südlich des Hobergs wollen wir mit Klapfenhardt, ja, wir sind beim Thema angelangt, ein völlig neues Gebiet entwickeln. Es liegt auf der Wilferdinger Höhe, nördlich der Autobahn. Und die Betonung liegt auf, es soll über die B10 erschlossen werden. Die Entwicklung des bisher favorisierten Ochsenwäldles hat sich nach näherer Betrachtung als zum einen zu aufwendig, aber vor allem auch als zu kostspielig für die Stadt Pforzheim erwiesen. Meine Damen und Herren, lassen Sie es mich deutlich machen. Wenn wir Klapfenhardt realisieren, sparen wir bis zu 50 Millionen Euro gegenüber dem Ochsenwäldle. Und das wäre, finde ich, ein nicht unwesentlicher Beitrag zur Konsolidierung unseres städtischen Haushalts. Aber eines ist natürlich auch klar, wir stehen bei Klapfenhardt erst am Anfang dieser Entwicklung. Jetzt müssen wir erst einmal weiter, und das ist ein gewisses Unwort für mich, prüfen, aber es ist notwendig. Unter anderem werden wir hier in diesem Jahr eine Artenschutz- und eine Umweltschutzverträglichkeitsprüfung auf den Weg bringen. Und natürlich werden wir hier intensive Gespräche mit allen Beteiligten führen. Darunter sind selbstverständlich der Regionalverband oder auch das Regierungspräsidium, der Enzkreis und die umliegenden Gemeinden, sowie die Naturschutzverbände und noch viele, viele mehr. Im Übrigen wäre beim Ochsenwäldle auch eine Änderung des Regionalplans notwendig gewesen. Sie sehen, wir stehen hier tatsächlich erst am Beginn eines langen Weges. Aber wie bei jeder Reise muss man vorher sagen, wohin es gehen soll. Man muss das Ziel kennen. Und dann geht's los. Ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte nach Klapfenhardt. Und jetzt marschiere ich los. Doch mit Gewerbegebieten allein ist bei weitem nicht alles getan. Stichwort Bildung. Die Wirtschaft ist auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Pforzheim hat hier großes Potenzial. Unsere Bevölkerung ist jung. Wir haben eine differenzierte Schullandschaft und obendrauf noch eine hervorragende Hochschule. Aber Potenzial alleine reicht nicht. Wir müssen es auch nutzen. Wir müssen es pflegen. Wir müssen es vergrößern. Unsere erste Pflichtaufgabe als Schulträger ist dabei natürlich der Erhalt und vor allem auch die Ertüchtigung der Schulgebäude. Trotz der Neubauten wie des Hilders und der Alfons-Kern-Schule oder der Sanierung der Nordstadtschule haben wir einen Investitionsstau, der sich über die Jahre hinweg aufgebaut hat.
In den letzten Monaten habe ich zahlreiche Pforzheimer Schulen besucht und dabei teilweise auch Erschreckendes feststellen müssen. Man könnte an dieser Stelle jetzt lang darüber sinnieren, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, das bringt uns alle nicht weiter. Der Blick geht hier, wie überall, nur nach vorne. Wir müssen uns der Herausforderung stellen und unsere Schulen auf Vordermann bringen. Eine nach der anderen. Deshalb habe ich auch gleich nach meinem Amtsantritt eine ehrliche, aktuelle Bestandsaufnahme der Pforzheimer Schulen angefordert. Und das Ergebnis? Kurzfristig benötigen wir ca. 45 Millionen Euro und mittel- bis langfristig ca. 130 Millionen Euro, um dem Sanierungsstau Herr zu werden. Ja, das sind hohe Beträge. Aber immerhin sind sie uns jetzt bekannt. Sie liegen auf dem Tisch. Wir können damit arbeiten. Das wird nicht einfach. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Als nächstes werden wir die Projekte priorisieren und wir werden ganz und gezielt um entsprechende Fördermittel seitens des Landes und des Bundes bitten. Und dann geht's los. Im Übrigen dürfen wir das Thema der Betreuung von Schulkindern hierbei ebenfalls nicht aus den Augen verlieren. Eine gute Bildungsinfrastruktur ist nämlich ein knallharter Standortfaktor für die Wirtschaft und für eine familienfreundliche Stadt, für die ich werbe, sowieso. Aber darüber hinaus sind wir es unseren Kindern einfach schuldig, ihnen die besten Bildungschancen zu bieten. Natürlich fängt Bildung nicht erst in der ersten Grundschulklasse an. Und daher gilt auch bei dem Thema Betreuung und frühkindliche Bildung, wir müssen hier investieren. Nicht nur, weil es gesetzliche Aufgaben zu erfüllen gilt, sondern vor allem, weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf integraler Bestandteil einer familienfreundlichen Stadt ist. Die neu ins Leben gerufene Koordinierungsstelle Familienfreundliche Stadt soll hier der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen zu diesem Thema sein. Um schnell Entlastung beim Thema Betreuungsplätze anzubieten, haben wir das Tapir-Angebot auf die Ortsteile ausgeweitet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Tapir steht übrigens für Tagespflege in Pforzheim in anderen geeigneten Räumen und bedeutet, dass qualifizierte Betreuer in eigenen, kindgerechten Räumen 7 bis 9 Kinder betreuen. Tapir ist, das möchte ich an der Stelle deutlich machen, eine sinnvolle, eine großartige Ergänzung zum bisherigen Angebot, aber es ist nicht als Ersatzmaßnahme hierfür vorgesehen. Darüber hinaus findet in den entsprechenden Einrichtungen eben nicht nur Bildungs-, sondern vielmehr auch wichtige Integrationsarbeit statt. Genauso übrigens wie in den Vereinen, allen voran unseren Sportvereinen. Eine vielfältige und aktive Vereinsstruktur ist ebenfalls ein Kennzeichen einer familienfreundlichen Stadt. Und das sollte uns meines Erachtens nach in Zukunft aber auch wieder mehr wert sein. Denn alles, was wir hier investieren, entlastet uns zum späteren Zeitpunkt im städtischen Haushalt. Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht allein von kommunaler oder auch von staatlicher Seite geleistet werden kann. Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen und eines muss hier aber eben auch ganz klar sein. Integration ist eben nicht eine Einbahnstraße. Ohne die Bereitschaft, sich selbst auch integrieren zu lassen, funktioniert sie schlichtweg nicht. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit aber auch einmal Danke sagen. Den Tausenden von Ehrenamtlichen in den Vereinen und den sozialen Initiativen, genauso wie unseren Erzieherinnen und Erziehern, unseren Lehrerinnen und Lehrern, allen, die sich bereits jetzt schon tagtäglich um unsere Kinder kümmern. Sie tragen schon seit Jahren dazu bei, dass Pforzheim familienfreundlich werden kann und werden wird. In diesen Dank mit einschließen möchte ich auch die freien Träger und selbstverständlich auch die Wohlfahrtsverbände, die für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt schlichtweg unverzichtbar sind. Ihnen allen möchte ich sagen, wir wissen Ihr Engagement sehr zu schätzen. Was kennzeichnet eine familienfreundliche Stadt noch? Familien brauchen Platz. Und den muss Ihnen Pforzheim bieten. Platz zum Wohnen, Platz zum Erholen, ja, aber auch Platz zum Spielen. Als Stadt müssen wir neue, attraktive Wohngebiete ausweisen und bestehende Quartiere aufwerten.
Genauso müssen wir unsere vorhandenen schönen Parkanlagen und Spielplätze auch in Schuss halten. Denn was nützt das tollste Haus, die schönste Wohnung, wenn weit und breit keine Schaukel, kein Spielplatz, kein Bolzplatz zu finden sind? Ja, das ist richtig, hier spricht jetzt der Familienvater noch. Das mag vielleicht banal klingen, aber glauben Sie mir, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das ist ein knallharter Standardfaktor. Und hier spricht jetzt im Übrigen der Ehemann noch. Irgendwann wollen die Kinder nicht mehr schaukeln, sondern lieber im Internet surfen. Schnelles Internet ist ein absolutes Muss für private Haushalte und selbstverständlich auch für unsere Unternehmen. Daher werde ich alles dafür tun, dass wir in Pforzheim eine flächendeckende Breitbandversorgung bekommen. Die entsprechende Infrastruktur zu schaffen, kann dabei natürlich nur ein erster, wichtiger Schritt sein. Die Digitalisierung des Alltags betrifft längst alle Bereiche, sei es privat, sei es im öffentlichen Raum oder eben auch in der Wirtschaft. Da dürfen wir als Kommune nicht den Anschluss verlieren. Und deshalb beteiligt sich Pforzheim auch am Landesförderprogramm Digitale Zukunftskommune @BW. Ende letzten Jahres haben wir hier einen Förderantrag eingereicht. Und das übergeordnete Ziel ist hier ein Pforzheim 4.0 mit einer Verwaltung 4.0 und einer Wirtschaft 4.0 zu schaffen. Ein Spaziergang zum Spielplatz ist sicherlich schön. Aber natürlich als einzige Freizeitgestaltung bestimmt nicht ausreichend. Eine Großstadt wie in Pforzheim muss ihren Bürgerinnen und Bürgern mehr bieten. Und dazu zähle ich persönlich auch unsere Schwimmbäder. Zu diesem Punkt will ich es aber an dieser Stelle auch schon belassen. Da, und in der Tat, liebe Bürgerinnen und Bürger, unser erster Bürgermeister, Herr Dirk Büscher, sein umfassendes Bäderkonzept, hinter dem ich vollumfänglich stehe, Ende dieses Monats den Gremien vorstellen wird. Auf dieser Grundlage, und das ist wichtig, werden wir dann über die Zukunft der Pforzheimer Bäderlandschaften beraten und dann auch endlich eine Entscheidung fällen. Oberste Priorität hat hierbei für mich das Schul- und Vereinsschwimmen. Aber, liebe Bürgerinnen und Bürger, auch am Thema attraktive und lebendige Innenstadt sind wir dran. Noch in diesem Jahr werden wir die Fußgängerzone vom Leo bis zum Marktplatz komplett neu gestalten. Diese Maßnahme wird zu 90% vom Bund gefördert und wurde in enger Abstimmung mit dem Einzelhandel und den Anwohnern geplant. Auch die Einführung der sogenannten Brötchentaste, dem kostenlosen, kurzfristigen, 30-minütigen Parken, erhöht die Attraktivität des Zentrums. Aber der mit Abstand größte Schritt steht uns mit der neuen Innenstadt Ost noch bevor. Mir ist bewusst, dass das Projekt in der Bürgerschaft sehr kontrovers diskutiert wird. Auch ich war skeptisch zu Beginn meiner Amtszeit, vor allem, weil es mir ging wie den meisten von Ihnen. Ich wusste schlichtweg zu wenig über die Planungen. Deshalb habe ich auch bereits vor meinem Amtsantritt angekündigt, maximale Transparenz beim Thema Innenstadt Ost herzustellen. Mittlerweile kann sich jeder die drei Modelle, die noch im Rennen sind, im Innenstadtbüro, in der östlichen 9 oder eben auch online ansehen. Sie wissen natürlich auch, dass ich mich für eine Befragung unserer Bürgerschaft stark gemacht habe. Einen entsprechenden Antrag habe ich dem Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vorgelegt. Allerdings hat das Gremium mehrheitlich entschieden, die vierte Dialogphase ohne eine Bürgerbefragung zu starten. Und dieses Votum, liebe Bürgerinnen und Bürger, habe ich zu akzeptieren, auch wenn ich mir ein anderes gewünscht hätte. So wie im Übrigen auch ich das komplette Zukunftsprojekt Innenstadt Ost gerne anders auf den Weg gebracht hätte. Aber auch hier hilft an dieser Stelle kein Jammern. Wir arbeiten mit den Fakten, die uns zur Verfügung stehen. Ungeachtet dessen, wie die Stadt fortfahren, sie zeitnah und umfassend über alle weiteren Schritte zu informieren. Ich persönlich werde für das Projekt werben, denn ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass es unsere Stadt auch nach vorne bringen wird. Und das zu einem fairen Preis. Rund 10 Millionen Euro wird es uns kosten. Von dieser Summe hat die Stadt bereits 7 Millionen Euro auch ausgegeben.
Dafür fließen aber auch über 100 Millionen Euro Fremdkapital von Investoren in unsere Stadt, Fremdkapital von Fördermitteln. Diese Zahlen liegen uns jetzt vor, liebe Bürgerinnen und Bürger. Und ich kann es nur nochmal sagen, mit diesen Zahlen arbeite ich jetzt. Ja, aber der Schlossberg muss offen bleiben, höre ich jetzt einige sagen. Und wenn man sich seine Rede zu Hause auf dem Sofa vorbereitet, dann kann man auch ungefähr ahnen, wo es möglicherweise Beifall, Jubel oder auch Groll geben wird. Ich danke an dieser Stelle. Reden wir aber nicht lange drum herum. Alle Entwürfe für die Innenstadt Ost funktionieren nur, wenn die Schlossbergauffahrt in ihrer jetzigen Form geschlossen wird. Das ist verkehrstechnisch nicht optimal, auch im Hinblick auf den anstehenden Autobahnausbau. Es ist mir bewusst und daher prüfen wir momentan nicht nur mögliche Ersatzrouten, ja, wir prüfen auch nochmals intensiv die Möglichkeit einer Untertunnelung. Damit würde die Akzeptanz des Zukunftsprojekts Innenstadt Ost ganz sicher steigen. Davon bin ich überzeugt. Generell aber warne ich davor, das gesamte Vorhaben auf diese Frage zu reduzieren. Und auch am heutigen Tag kann ich Ihnen nicht sagen, ob eine Untertunnelung überhaupt möglich sein wird. Aber ich möchte letzten Endes diese Transparenz auch in dieser Form, ist es möglich oder ist es nicht möglich, herstellen und Ihnen hierfür eine Antwort anbieten. Familienfreundlich, das geht nur in einer sicheren und in einer sauberen Stadt, in der Eltern ihre Kinder ohne Angst zum Spielen aus dem Haus gehen lassen können. Als ehemaliger Polizeibeamter weiß ich dieses nur zu genau, wie wichtig es ist, das subjektive Sicherheitsempfinden. Wie wichtig es ist für die Lebensqualität in einer Stadt. Auch in Pforzheim statistisch gesehen eine sichere Großstadt ist. Werden wir daran arbeiten, sie noch sicherer zu machen. Die City-Schleife, mehr Videoüberwachung an neuralgischen Plätzen, das Ausleuchten dunkler Ecken, all das sind nur einige Maßnahmen, die wir hierfür einsetzen werden. Zugleich arbeiten wir weiter daran, künftig eine Schnittstelle zwischen Kommune und Polizei im Rathaus zu schaffen. Meine Damen und Herren, bis hier habe ich eine ganze Reihe von Themenfeldern angesprochen, Ihnen meine Ideen und Pläne dazu vorgetragen und Sie fragen sich nun auch völlig zu Recht, wie will er das alles bezahlen? Das ist eine gute. Mehr noch, das ist für die Stadt Pforzheim die schlichtweg alles entscheidende Frage. Der nächste Doppelhaushalt, den wir dieses Jahr beschließen wollen, wird auf die Erfordernisse der familienfreundlichen Stadt ausgerichtet werden. Dazu muss zuvor eine klare Priorisierung der Ausgaben erfolgen. Das heißt im Klartext, wir werden an manchen Stellen Einsparungen vornehmen, damit wir an anderer Stelle wiederum investieren können. Damit macht man sich jedoch nicht unbedingt beliebt als Stadtoberhaupt oder gar auch als Gemeinderat. Aber in unserer jetzigen Situation führt kein Weg daran vorbei. Die Kunst dabei ist es allerdings, das Ganze eben auch mit Bedacht zu tun. Mit dem Rasenmäher Ausgaben zu kürzen, ist genauso wenig ein adäquates Mittel, wie mit der Gießkanne unsere städtischen Mittel auszugeben. Dies wird im nächsten Haushaltsentwurf der Verwaltung klar erkennbar sein. Und daran arbeiten wir auch seit meinem Amtsantritt. Über diesen werden wir dann im Finanzausschuss und im Gemeinderat in diesem Jahr beraten, denn jeder hat letztendlich über den Etat zu entscheiden. Die Vorbereitungen dafür laufen also bereits. So prüft eine verwaltungsinterne Projektgruppe, an der alle Dezernate beteiligt sind, derzeit das Optimierungspotenzial innerhalb des Rathauses. Und besonderes Augenmerk wird dabei auf die Identifikation von möglichen Doppelstrukturen gelegt. Es ist mein erklärtes Ziel, das Finanzressort, welches bislang noch in meinem Dezernat 1 ansässig ist, an einen Finanzbürgermeister, eine Finanzbürgermeisterin im Rathaus abzugeben. Wir sind dabei, eine mögliche neue Dezernatsstruktur zu definieren, die eben auch einen solchen beinhaltet. Sobald die Bürgermeisterrunde hierzu einen Vorschlag erarbeitet hat, und dieser Vorschlag dem Gemeinderat auch vorgelegt wurde, sobald dies alles stattgefunden hat,
Wird auch die Öffentlichkeit, werden Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, in diese Entscheidung mit einbinden. Personell wird sich ohnehin in diesem Frühjahr in der Bürgermeisterriege etwas verändern. An dieser Stelle möchte ich Ihnen, liebe Frau Müller, offiziell zu Ihrer einstimmigen Wahl zur neuen Sozialdezernentin der Stadt Wolfsburg gratulieren. Die ausführliche Laudatio hebe ich mir jedoch danach auch für Ihre Verabschiedung auf. Man kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eines festhalten, was Wolfsburgs Gewinn wiederum sein wird, ist zu der Zeit Pforzheims Verlust. Noch eine abschließende Bemerkung zum nächsten Doppelhaushalt. Ja, ich stehe dazu, wir müssen auch die Gewerbesteuer schrittweise heruntersetzen und damit mehr Anreize für Investitionen und Gewerbeansiedlungen schaffen. Seit 2017 haben wir mit 450 Punkten eben den höchsten Gewerbesteuersatz in Baden-Württemberg. Und mitnichten stehen dem aber auch deutlich höhere Einnahmen gegenüber. Im Gegenteil, die aktuelle Prognose für das Gewerbesteueraufkommen liegt bei 80 Millionen Euro. Und damit zum Teil eben deutlich unter dem, was in den Jahren 2012 bis 2016 erzielt werden konnte. Als der Gewerbesteuersatz eben noch um 30 bzw. um 40 Punkte unter dem heutigen Niveau lag. Damals hatten wir Gewerbesteuereinnahmen, die in der Spitze, das war im Jahr 2012, bei 108 Millionen Euro lagen. Lassen Sie uns also mit Augenmaß und Realitätssinn den Gewerbesteuersatz wieder auf ein vernünftiges Maß bringen und lieber daran arbeiten, die Steuerlast von wenigen auf viele Schultern zu verteilen. Die Voraussetzungen dafür, dass wir in den nächsten Jahren auch in der Arbeitsmarktpolitik vorankommen, sind so gut wie lange nicht mehr. Die Arbeitslosenquote in Pforzheim liegt seit langem wieder unter 6%. Darunter fallen knapp über 1000 Langzeitarbeitslose. Immer noch zu viel, gar keine Frage. Aber auch hier haben wir deutliche Rückgänge zu verzeichnen, sodass wir, so finde ich, durchaus optimistisch in die Zukunft blicken können. Mit unserem kommunalen Jobcenter und der Agentur für Arbeit sind wir dabei bestens aufgestellt. Wo wir sicher noch besser werden müssen, besser werden können, ist in der Vernetzung der verschiedenen Bereiche. Bleiben wir beim Beispiel unserer Arbeitsmarktpolitik. Diese darf eben nicht isoliert betrachtet werden von der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts oder eben auch der Wirtschaftsförderung. Außerdem müssen wir im Sozialbereich noch mehr Mut haben, klare Prioritäten zu setzen und unsere Ressourcen eben dort zu konzentrieren, wo wir nachhaltig etwas erreichen können. Zum Beispiel mit Programmen, die nachweisliche Erfolge bei der Reduzierung von Langzeitarbeitslosigkeit vorweisen und haben. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir befinden uns nicht auf einer Vergnügungsfahrt. Das Schiff Pforzheim ist ein altehrwürdiges, es ist ein stolzes. Es hat in seiner langen Geschichte schon viele Stürme, ja sogar auch Feuer überstanden. Sie haben mich zu Ihrem neuen, um sinnbildlich weiterzusprechen, Kapitän gewählt. Das ist eine ehrenvolle, aber vor allem eine vertrauensvolle Aufgabe, welche mit einer sehr großen Verantwortung auch mit einhergeht. Und genau dieser Verantwortung bin ich mir sehr bewusst, liebe Bürgerinnen und Bürger. Und mit großer Freude und auch großem Enthusiasmus stelle ich mich auch im Jahr 2018 dieser Aufgabe. Ich kann Ihnen keine ruhige Fahrt versprechen. Ich kann Ihnen nur zusichern, dass ich Kurs halten werde bei alledem, was ich tue. Wir Pforzheimer sitzen alle im selben Boot bzw. Schiff. Und jeder von uns muss entscheiden, ob er mithelfen kann, ob er mithelfen will, den Tanker Pforzheim in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Sicher, niemand kann Sie dazu zwingen, aber ich bitte Sie darum. Seien Sie ein aktiver Teil der Besatzung unseres Tankers. Bringen Sie sich ein, engagieren Sie sich politisch, gesellschaftlich oder auch kulturell, sozial, karitativ. Das gilt für Sie, liebe Jungbürgerinnen und Jungbürger, ebenso wie für jene, die hier im Saal
schon so viele Neujahrsempfänge miterleben konnten, als ich Jahre auf dem Buckel habe. In diesem Sinne, lassen Sie uns gemeinsam mit Volldampf, und die Betonung liegt auf Volldampf, ins Jahr 2018 starten, in dem wir hoffentlich immer eine Handbreit voll Wasser unter dem Kiel haben werden und in dem wir weiterhin gut zusammenarbeiten. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt nochmals Bühne frei für unsere Hebel Big Band.